Ja, es ist immer dabei. Jetzt habe ich gedacht, das war mein Vater. Ich habe nur die weiße Nase gesehen. Und Mäuschen. Er hatte zwischendurch seine Augen zugemacht, zu dösen. Wie lange stand ich da jetzt? Halbe Stunde? Ja, wobei. Er ist müde. Er mag nicht. Ha. Wenn man von der Müdigkeit spricht, was? Aber es ist auch kühl im Schatten. So, jetzt gucken wir mal. Pferde, aber sehen tust du keine. Aber gehört habe ich sie. Hat eines gewirrt. Kommt sie nur hoch.
schön ruhig. Ja? Und dann kommt ein Hänger, macht einen Krach. Foto machen. Ach, hat er wieder beendet. Mal sehen. Hallöchen. Ne, ganz schlechte Position. Hi. Da ist auch noch ein ganz kleines. Oi, oi, oi. So. Niedlich, niedlich. So, weiter geht's. So, auch nochmal eins. So, in der dritten rechts, links, links. So, ein bisschen. Hier waren wir doch letztens schon. Ha. So, können wir doch wieder direkt ein Päuschen machen. Ach, geil! Das Ameisen entdeckt. Ameisen entdeckt. So. So, Schaltung habe ich ein bisschen nachgestellt. Das sollte doch jetzt irgendwie alles wieder klappen. Mal der Zug war sauber, ging gut durch. Nur der Zug hat sich dann wohl gelenkt. Ah ja, oh ja.
echt, kann man echt seine langen Sachen wieder anziehen. Gelegenheit ziehe ich mich um. Mann, Alter, ist das hier kalt. Boah. Hör nur am Rummeckern. Ne? Aber ja, es ist wirklich kalt. Ziehe ich mir mal kurz was anderes an. Ah ja, falls jemand denkt, hä, was? Das kennen wir doch von vorhin. Ja, ich musste hier wieder lang. Gibt sonst keinen anderen Weg. So, weiter geht's. Oh.
Ha, lange her. Vorletztes Jahr? Warte ich gar nicht mehr, wann ich mit dem Kollegen hier war. Ja, mein Mäuschen, das sind leckere Chicken Wings. Nein, ich mache ein Foto. Ja. Ganz leckere Chicken Wings. Ein bisschen was für die GoPro einfangen, ohne hier gleich den ganzen Radweg zu blockieren. Ja. Leckere Chicken Wings. Ah. Ich weiß, ihr hackt. Streichen geht nicht, ne? Streichen geht nicht. Ja, das riecht doch nichts. Hier hätten wir eine Feder. Hier eine Feder hätten wir. Guck mal. Da kannst du mal schnuppern. Ja. So riechen die, ne? So riechen die. Riechen seltsam, ne? Ganz seltsam riechen die, ne? So, dann wollen wir mal weiter. Den muss ich gleich mal mit in die Schuhe stopfen. Moin. So, siehst du, weiter geht's.
jemand fragen sollte oder sich selbst fragt, Mensch, stört das die Klappere vom Seitenständer nicht? Ja, doch, das nervt tierisch. Aber ohne Seitenständer finde ich das voll ätzend. Ich mag meine Fahrräder nirgendwo gegenlegen. Und dann ist das Geklappere halt so. Rauf damit, aber nun ja. So, mal sehen, ob der Onkel morgen mitkommt. Für euch wäre das von jetzt an nächsten Monat. Also, ist ja nicht viel. Er nimmt ja dann das E-Bike. Das war noch Zeiten. Ich hatte ja eine Zunder ab. Da bin ich hauptsächlich gefahren. Hatte aber auch zwischendurch mal Herkules gehabt. Den Puch Silver Speed. Verschiedene Zunderabs. Kombinette, Sportkombinette. Oh, CS25 sowieso. CS
ZD40, die hatte ich komplett neu aufgebaut. Die sollte eigentlich mein Stiefbruder fahren, aber die hatte immer irgendwelche Macken, die ich nicht wegbekommen habe. Hat man zu viel Sprit bekommen, obwohl die Originaldüse alles drin war, habe alles neu gekauft. Aber nix. Zündkerze in Ordnung. Naja, egal. Und als ich dann umgezogen bin, habe ich alles verkauft. Moin. Und weil ich da auch gar keinen Platz mehr für hatte. Und daher weg damit. Fertig. Hatte mir dann einen Roller geholt, weil meine Mofas dann alle nach und nach, die ganzen Verschleißteile mussten gewechselt werden. Und wenn man zur Arbeit muss und so ein Ding fällt ständig aus, das ist dann nicht mehr so schön, ne? Also, alles verkauft. Später noch den Roller. Brauchte ich auch nicht. Bin dann mit dem Bus und Bahn gefahren. Und viel später dann erst Fahrrad. Oder wieder Fahrrad. Ja, so eine alte Mofa. Ja, ganz einfache. Muss ja nichts Großartiges sein. Würde mich auch mit einer alten Puch zufrieden geben oder einer Herkules. Solange der Motor noch Kraft hat. Dann im Urlaub damit durchklingeln. Katze vorne rauf und ab geht's. Mal schauen, was so kommt, wenn ich alt bin. Wenn ich dann überhaupt in der Lage bin. Aber schön, dass es immer noch Leute gibt, die so gepflegte Mofas haben.